Yo, 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 was geht ab? Ja, wer Werbung hat, hat nicht subscribed, würde ich sagen. Was ich hier im Chat lese vor einer Dreiviertelstunde. Ist kein Mensch da? Schlimm, Alter. Kein Mensch guckt sich den Scheiß an. Leute, es ist Jedo. Wir haben heute ein richtig stacktes Jedo mal wieder. Seit langem. Zwei harte Hitter. Mindestens. Und alle anderen sind auch heftig. Also es geht komplett steil. Nix wird hier auch schon mit dem Seeding-wise ganz klein im Upset gegenüber Maxi. Aber nur ganz klein, das ist so ein... Das könnte... It could go either way. Wie ist es ausgegangen? 3-2 im Losers... im Winners Quarters? Ja. 3-2 ist immer so, ja. 2-3 Entscheidungen anders. Das Set geht anders aus. Und man ist noch in Winners. Aber so ist das Spiel. Das Spiel ist hart. Aber sick. Und hier NRW-Mann mit einem Clean Run 3-0. Immer Tüster, glaube ich. Immer solide. Und ja, in Losers haben wir auch ein bisschen. Also eventuell Young Ulrich gegen Lil Fusi, wenn er gewinnt hier. Das ist natürlich auch immer Hype. Wir sind ja auch Seeding-wise relativ nah beieinander und auch Ranking-wise, sagen wir mal, in Berlin jetzt gerankt. Ich glaube, ein Platzunterschied. Für mich sind die ungefähr gleich gut, deswegen ist es immer sehr, sehr interesting. Ich glaube, dass Maxi die leichte Oberhand im direkten Vergleich hat, aber das werden wir dann sehen. Und auf der anderen Seite haben wir Third gegen Ofis. Puff gegen Youngling. Kann lange dauern. Kann lange dauern, deswegen lassen wir es Offstream spielen, Leute. Sorry. Aber ihr könnt es hinten in der Playercam sehen, eventuell. Naja, hinten ist das gerade. Hier in der Playercam, da. Ja, hinter Maxi. Da ist, wenn Maxi seinen Kopf hier nach vorne lehnt, dann geht's ab. Erster Start, Battlefield. Ja, Magic hat auch zu mir gesagt, lass Battlefield starten. Ich so, okay. Let's go, Maxi, sag ich auch. Let's fucking go. Ich bin aber nicht biased als Kommentator, nur dass ihr Bescheid wisst. Aber let's go, Maxi. Fick, Entschuldigung. Mach ihn kaputt. Oh, schöne. Schöne Auto-Cancel-Backer auf die Stage. Ah, super. Das ist der Stock. Das war ein cleaner Edgeguard. So lobe ich mir das, ja. Wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann, wenn wir diese neuen Gamecube-Controller haben, ein Return of Maxi auf Gamecube-Controller. Ne, ich weiß nicht. Diese Fob-Gamecube-Controller. Ja, aber ich glaube, er hat wegen der Hand das genommen. Nee, ich glaube, er hat es genommen, weil ihn das abnervt, dass die Controller ständig kaputt gehen. Ja. Er muss halt nicht so viel Handspiken. Das ist halt leider auch so. Muss halt nicht so viel spiken mit dem Controller. Das stimmt, ja. Da ist er auch selber daran schuld. Wer den Controller spiked. Ich werde im Juni wahrscheinlich wieder competen. Ah! Weil ich da meine Rack Angle bekomme. Deine was? Rack Angle. Ah ja. Frame 1 oder was? LBX heißt das. Okay. Das ist so eine Open Source. So eine neue, okay, nice. Von FGC Controller. Von so Controller. Nice. Das ist schon ziemlich cool. Und bei dir sind es die Hände, die Probleme. Hände und Arme. Ah ja. Ich habe eigentlich fast nie irgendwas, was länger dauert als ein paar Stunden an Schmerzen. Es gab eine Zeit lang, wo ich jeden Tag ultra viel gespielt habe mit Mustafa und also mit Eis, Red Bull Eis. Oh mein Gott. Das war ein cleaner, was war das, Two-Stock? Three-Stock sogar. Krank. Und da gab es eine Zeit lang, da haben die Hände öfter wehgetan. Aber wenn man sich um seine Hände kümmert währenddessen und davor und danach seine Übungen macht, bisschen dehnen, bisschen kräftigen die Finger. Ja, so. Hast du ein paar Tipps dafür? Naja, zum Beispiel kann man Daumen und auf den Zeigefinger drauflegen, einfach ineinander drücken, so für 5 Sekunden, 3, 4, 5 Sekunden und das mit jedem Finger halt mal machen. Man kann auch einfach alle Finger so aneinander legen, so Finger an Finger, so wie Merkel ungefähr, so. Diesen, die Raute? Die Raute und dann die Finger so aneinander drücken, so. Wirklich so, dass man so Spannung in den Händen spürt und dann lockern und wieder. Das kann man so immer vorm Spiel machen, um so ein bisschen die Hände aufzuwärmen. Du kannst auch verschiedene Dehnungen machen, also mal die wirklich strecken komplett. Es ist schwer zu erklären, wie man jetzt den Arm richtig dehnen soll.
Aber da gibt es sicherlich im Internet eine Möglichkeit. Also wenn ich es dir zeige, wäre das so hier. Ne? Ich kann das jetzt, könntest in die... Das kenne ich vom Hockey. So, du kannst ja unterschiedlich drehen dann. Dann hast du unterschiedliche Sehnen, die du ein bisschen mitnimmst. Mehr hier. Ja, das dehnt eher so deine... Das dehnt eher die Oberarme, genau. Das dehnt eher den Trizeps und so die allgemeine Schulterbeweglichkeit. Ist alles gut, aber so für die Hände speziell empfiehlt es sich, einen Mix aus Dehn- und leichten Kräftigungsübungen zu machen. Und, auch wichtig, und das auch konsequent zu machen. Auch wichtig ist halt die Rückenposition ganz wichtig. Ja, kann auf jeden Fall helfen, wenn man eine gute Posture hat. Kann auch helfen, so wie Zane zum Beispiel, so eine Auflage zu haben, wo man die Unterarme drauflegen könnte. Oder so wie ein Rennen, so einfach so wichtig gerade. Also Haltung ist immer wichtig. Es gibt sehr viele... Ja, ich sag mal so, die Studienlage ist nicht ganz eindeutig, ob die Haltung einen Einfluss auf die Schmerzen haben. Zumindest bei Rückenschmerzen ist es oft nicht der Fall. Zumindest sagen das einige Untersuchungen. Wie es mit den Händen aussieht und bei Gamern insbesondere, ich denke, da gibt es eine Lücke und das kann ja nicht schaden, wenn man auf seine Posture achtet. Der Double Shine. What the fuck? Double Shine to SD. True Combo. Damn, der Back Air. Die Bäcke waren. Ja, ist. Naja. Ja, Magic ist ein schneller Fox, aber manchmal ein bisschen zu schnell für sich selber. Manchmal ist es ganz gut, einmal kurz innezuhalten und zu gucken und sich neu zu positionieren, anstatt immer drauf zu gehen. Oh, krass. Oh. Das war eigentlich ein Wave Dash Up-Tilt, aber ich hinterfrag's nicht, weil der kriegt den Kill. 1-1 steht da. 1-1? Das ist halt gerade User Survey angefangen. Das ist gut voran, ja. Das kann da lange dauern. Die spielt jetzt gerade. Also willst du danach ans Spiel spielen oder ein bisschen warten? Nee, ich glaube erst. Denn dann, wir müssen eigentlich nach. Ja, nur das Serien spielen. Nee. Nur das Quarters erst. Also das Quarters. Nur das Quarters, dann hier, dann nur das Serien spielen. Das machen wir, ne? Also. Wir können ein nur das Quarters-Set spielen, das würde ich sagen. Ja. Ich würde auch, weil das dauert mir alles jetzt zu lange. Ja, ja. Ich habe keinen Bock, dass das hier. Muss ja auch Heimzuschauen Kinder. Ja. Ich denke, so ein bisschen so Stream-Exposure kann man schon machen, aber man muss jetzt nicht unbedingt spielen. Nee, die sind ja alle. Magic war jetzt schon dreimal auf dem Stream hier. Mixed war auch schon auf dem Stream mit dem Licht und so. Von... Oh, die haben ohne Pose würde ich auf dem Stream spielen. Ja, weil das kann nicht lange dauern. Weil die Italiener haben schon genug am Stream gespielt. Das könnte heute legit Fünfter werden und 1-2 gegangen sein. Oder Puff. Das ist sehr viel. Und so gegen Top 30. Der DQ hatte ich eine Runde weiter. Ja, genau. Naja. Wir nehmen diese. Hast du ein Set gewonnen schon? Gegen Jan, also, okay. Ja. Was? Wir können natürlich 1-2 gehen. 1-2 ohne zu gewinnen. So. Nee, das wäre ja richtig schlimm. Und dann Fünfter. Gib Punkte fürs Ranking. Ich meine, ich glaube, ich bin ja Fünfter, dann bin ich immer noch Erster im Ranking. Wenn ich jetzt, auch wenn ich Fünfter bin. Ja, klar. Aber ich will natürlich mehr Punkte. Machen wir das nicht. Das ist schön. Machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Hier machen wir gar nichts vor gerade. Machen wir uns mal gar nichts vor. Oh, get his ass! Shalobu! Oh! Was ist das für ein Melee? Was ist das für ein Melee gerade? Oh Gott, okay, Two-Stock. Solide. Steht's? 2-1 für Wir können das dann echt so machen, wenn die anderen noch ewig brauchen, dann spielen wir. Also dann spielen Dennis gegen Maxi erstmal. Ja. Und dann wir und dann können wir auf Stream hier. Ja, ja. Ich denke, bis dahin hat alles aufgehört. Ja. Da würden wir gar nicht so viel Zeit verlieren. Nur halt so die 20 Minuten für das eine Set, aber ich denke, das kann man schon mal machen. Das, das ist auf jeden Fall. Das ist nicht mal neu. Das muss man auch machen. Also, die müssen ja eh spielen, dann können wir auch im Stream spielen. Weil danach müssen wir beide dann theoretisch immer extrem lang warten, egal wer. Egal wer wo ist. Oh. Die Edgeguards laufen gerade nicht so gut. Also aber Magic mit dem kranken Lead. Was ist? The Magic hat einen heftigen Lead gehabt. Ein Read gehabt. Ein Lead? Ja. Und was gelesen. Oh! Die Edgeguards sind nicht da. Das ist spannender als gedacht. Ich habe auch gedacht, dass das eine 3-0 in der Handshake ist. Ja.
Oh, was? Du bist einfach ein Mars-Rapper. Ich glaube, wir schon ganz gut, die Italiener. Ja, die sind schon okay. Ja. Die machen sehr viel dumme Scheiße. Ja, voll. Der meint, glaube ich, der mit Tech Chase Up Smash. Fox, der dümmste Charakter. Fox ist so dumm, Mann. Oh, ja, Mann, lass Fox Hate machen. Ich habe so viel Mars Hate schon abbekommen in meinem Leben. Bisschen Fox Hate. Und verdient. Und verdient. Startet mit wie? Ich kann nichts dafür, dass ein Wave Dash nicht so toll hat, ja? Das kannst du da wohl, du pervers nehmen. Versteh nicht, wie man Captain Falcon nennt. Hast du mal mit dem Wave Dash? Das ist schlimm. Besser als Peach. Das ist schon clean. Hast du mal wieder so von der Plattform Wave Dash? Das ist clean. Ja, okay, das ist Waveland. Waveland ist clean. Ja. Und die Wave Dash sind richtig. Auch okay. Ah. Nee, ich verstehe schon. Ich das ist jetzt kein Luigi, aber. Vorhin ne? Mars, ich glaube, ich habe CF gemeldet. By the way, was geht Duman? Duman hat gesagt, Bracken. Wann gehen wir zum Duman? Also zum Duman an auf der Kantstraße. Shisha Bar. Gibt's denn eine Shisha Bar, die Duman heißt? Duman, ja. Lass mal Shisha reden. Ich war schon ewig nicht mehr in Shisha. Ich will ehrlich gesagt gar nicht Shisha. Auch überhaupt gar kein Mal. Das letzte Mal, dass ich Shisha war mit Domme in Hamburg, weil wir noch kurz einen Hugo trinken wollten. Ey, du bist super. Haben wir einen kleinen Hugo getrunken. By the way, Game 5. Ja, Mann. Das war auch ein 3-Stock gerade eben. Das, sie schenken sich nichts. Sie schenken sich wirklich gar nichts. 3-2, aber es war nämlich knapp. Das war mehr. Also, die nehmen die Geschenke auch teilweise gar nicht an. Nee, die sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht. Das gebe ich zurück. Gebe ich dir, ich möchte bitte umtauschen. Du möchtest Geld haben, aber oh, das funktioniert das halt nicht. Aber so, keine Ahnung, so viele Sachen, wo man einfach ein bisschen tick-chasen könnte. Ist auch nicht einfach zu tick-chasen, muss man sagen. Ich glaube, das ist nicht so im Repertoire von beiden Spielern drin. Das Tick-chasen? Ja. Meinst du? Ja. Das ist doch mit der Box so leicht. Nee, ich würde jetzt nicht sagen, es ist leicht. Dash out of Crouch ist mit der Box immer noch nicht einfach. Das finde ja, ich aber auch. Also nicht mal, dass man einfach so generell das so Dashbacken ist. Das finde ich halt verrückt. Ich glaube, bei der Frame 1 ist das einfach, oder? Was? Es war doch irgendwie Dash so eine Kontroverse, dass die irgendwie andere Engels haben. Ach so, mit dieser 1.0 Cardinals oder was? Nee, auch ganz andere so eine Engels halt. Nach unten. So. Deswegen ist es halt bei manchen. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall. Oh! Das ist einfach dadurch, dass du keinen Analog-Input machen musst, sondern Knopf, du kannst super schnell loswerfen einfach. Und das ist ja eigentlich, vor allem wenn du so ein Tag einfach auf so ein Tag reagierst, dann ist das ja so, keine Ahnung, eigentlich live. Aber gut. Ich glaube, wir haben es noch nie gemacht auf der Box. Situation. Ja. Oh, ah, der hat das scheint können. Ja, Tag-Chase ist nicht gerade so gut. Das ist ziemlich gut, ja, in dem Computerspiel. Aber die machen halt, ich habe das Gefühl, die spielen gerade sehr viel mit so jeder so seinen Stray-Hit und dann. Tag-Chase ist auch lame. Ja, ja, voll. Ich finde, wir haben als Community versagt, wir hätten von Anfang an sagen sollen, diese ganzen Box-Controller, die gehören direkt gebannt, Alter. Du hast kaputte Hände? Ja, tut mir leid. Dann die Smashbox. Oh mein Gott, habt ihr diesen John B. Peterson-Tweet über dieses Plus-Size-Bikini-Model gesehen? Ja, Mann. Das aber not, mit der Box. That's not beautiful. This is not beautiful. And no amount of authoritarian... Tolerance war es, ja. Yeah. Aber ich finde, die Smash... die Hitbox muss verboten sein. Das war das erste Mal, dass in der... Kann man halt jede Taste einzeln programmieren, dass das die gleiche Taste ist. I know. No amount of authoritarian tolerance will change it oder sowas. Okay. Das ist ein Meme-Template geworden für alles Mega. Kannst du mal ein Bild dazu posten? Warum ist eigentlich der Fan da hinten und aus? Ist der aus? Der Fan ist nicht aus. Okay, Leute, wir haben das Match gar nicht groß kommentiert, aber Maxi hier mit dem Lead nach dem SD. Das könnte. Oh, Last Stop Game 5 vielleicht? Oh, die sind näher, full up näher in die Stage, in Center Stage. Oh. Mit gepunished. Aber die Ansatz-Hacken ja recht. Oh, ist ja ganz knapp. Ich dachte, Maxi würde so richtig so die Quiggeln. Das war noch viel. 3-0? Warum wurde der von der Ecke da hinten appropriate? Oh, das ist es. Und das war's. Das ist es, Doc. GG, gut so gespielt. Man regelt das doch jetzt schneller, genauso lange wie wir. Wir waren sogar schneller. Ja, es ist halt dieses Matchup, ist halt. Wie stand es bei dem? 3-2. Ja, okay, gut. So. Wir haben 3-0. Wir haben genauso lange gemacht. Dennis gegen Lil Fusi auf Stream, bitte. Oder